Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir sind immer noch bei der Weißmagier Job Quest. Allerdings muss ich kurz was dazwischen erklären, denn ich bin mittlerweile Level 72 geworden, weil ich ja die Quest für die Pixies gemacht habe und da hat sich eine Kleinigkeit verändert. Und zwar haben wir bei 72 den Windmeister 2 und den Steinmeister 4 erhalten. Somit hat sich unser Windrad zu... Moment. Zu... Dia entwickelt und unser Stein-K zur Blendung. Ja, das zeige ich euch mal kurz, wie das aussieht. Das hat nämlich optisch jetzt auch einen ganz anderen Effekt. Oh, Trainingspuppen, wie praktisch. So, erstmal Dia, das sieht jetzt so aus. Und Blendung sieht wie folgt aus. Ja, etwas mehr Licht und so, ne? So. Natürlich sind sie auch stärker geworden, aber das ist ja Standard. Und ja, das war's eigentlich schon. Mehr hat sich jetzt gar nicht verändert. So, dann können wir direkt weitermachen. Das Problem mit dem Pachal. Dio, ich bin ja so froh, dass du gekommen bist. Ich war schon dabei, den ganzen Mut zu verlieren. Ich habe Sanchi täglich mit Heilzaubern behandelt und sogar Medizin für sie kommen lassen. Doch ihr Zustand wird einfach nicht besser. Im Gegenteil, er verschlechtert sich sogar. Deshalb macht sich Gatti natürlich immer größere Sorgen und es fällt ihr immer schwerer, ihre Emotionen zu kontrollieren. Immer wieder werden die beiden von nichts gesamt heimgesucht. Bisher konnte ich sie abwehren, aber ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Würdest du bitte mit zu Gattis Hütte kommen? Das machen wir natürlich. Und bevor ich es vergesse, 72, da gibt es auch... Ja, doch, ich habe ein paar Ausrüstungsgegenstände für 72. So. Gut. Dann fliegen wir mal zur Gattis Hütte. Ganz dort unten. Und da ist auch schon jemand, der davon nichts wissen sollte. Theo, wir sind aufgeflogen. Als ich ankam, war Esumiyan bereits hier. Tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Sylphie, ich meine mich zu erinnern, dir solch ein leichtfertiges Handeln untersagt zu haben, als ich dich mit der Untersuchung beauftragte. Natürlich, aber ich habe nicht leichtfertig gehandelt. Ich habe lange darüber nachgedacht, was für Gatti das Beste ist. Nach langen Überlegungen hast du dich also entschlossen, uns all das in deinen Berichten zu verheimlichen, doch als du nach der besonderen Medizin gefragt hast, bin ich stutzig geworden und der Sache nachgegangen. Natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sich alles um eine Pachal drehen würde. Pachal werden mit starken magischen Kräften geboren, die sie ohne das richtige Training zu einer Gefahr für sich selbst und andere werden lassen. Zumal ihre magischen Kräfte mit dem Alter weiter zunehmen. Je älter Gatti wird, desto mächtigere Nichtsgesandte wird sie anlocken. Und die stellen nicht nur eine Bedrohung für Mutter und Tochter dar, sondern für den ganzen Wald. Gatti macht sich so große Sorgen um ihre Mutter, dass sie ganz aufgewühlt und durcheinander ist. Deshalb verliert die Arme immer wieder die Kontrolle über ihre Kräfte. Wenn wir sie von ihrer Mutter trennen, wird das alles nur noch schlimmer. Ach, Sylphie, ich hatte ganz vergessen, wie stur du sein kannst. Doch die Verantwortung für die beiden obliegt als Gildenmeister mir, denn ich habe die Geburt des Pachal-Mädchens nicht bemerkt. Willst du Gatti mitnehmen? In die Grotte der versunkenen Gedanken? Natürlich, ich folge dem Flüstern der Gebiete durch den Wald, aber die Hütte war bei meiner Ankunft vollkommen leer. Sie müssen mein Kommen bemerkt haben und geflohen sein. Oh nein, Sanchi darf nicht rumlaufen, sie gehört ins Bett, sie hat ein schweres Herz leiden. Dann müssen wir die beiden schnellstmöglich aufspüren, bevor die Nichtsgesandten sie finden. Hast du eine Idee, wo sie sich versteckt haben könnten? Fliegen können sie nur flussaufwärts, den Velodyno entlang. Lass uns Richtung Norden aufbrechen und nach ihren Spuren suchen. Gut, dann suchen wir die mal.
Ganz dort oben, okay. Die sind aber ganz schön weit geflogen. Was ganz nebenbei. So, und da sind sie auch schon in Gefahr. So, ich hole mal kurz unseren Chocobo. So, Sanctus. So, das wäre geschafft. Ich habe Stimmen gehört, die ganz aufgeregt klangen. Sie haben mir Angst gemacht und deshalb sind wir aus der Hütte geflohen. Du bist Gatte, ja? Du bist tatsächlich eine Pajal. Du hast ganz unbewusst die Stimmen der Gebiete vernommen und gespürt, dass etwas nicht so ist wie sonst. Du bist Esumiyan, der oberste Druiden. Was willst du hier? Du musst doch wissen, warum ich gekommen bin. Eines musst du mir jedoch glauben. Sylphie und Hero haben das Versprechen, das sie euch gegeben haben, nicht gebrochen. Lasst uns zur Hütte zurückkehren und dort reden. Gattis magische Kräfte sind so stark, dass sie sich nicht mehr verstecken kann. Aber wir finden sicherlich eine Lösung, mit der alle glücklich werden. Mom, es ist in Ordnung. Die Stimmen klingen jetzt wieder sanft und gutmütig. Ich glaube, wir können ihm trauen. Wenn Gatti es so sagt, mache ich mir keine Sorgen. Lasst uns zurückgehen. Und wieder ganz nach unten. Meine Güte. Können wir nicht einfach hier irgendwo reden? Es ist doch alles sicher. Also ich bin doch zumindest da, es muss doch reichen. So, und da sind wir nun endlich wieder. Dann mal rein in die gute Stube. So. Auf dem Weg hier habe ich ausführlich mit Gatti gesprochen und sie hat tatsächlich nie gelernt, ihren Äther zu kontrollieren. Da ihre Kräfte immer stärker werden, je älter sie wird, fällt es ihr immer schwerer, sie zu beherrschen. Sobald sie durch etwas aus dem Gleichgewicht gebracht wird, gibt es für ihre magischen Energie, keinen Halt mehr. Deshalb wollte ich Gatti den richtigen Umgang mit ihrer Magie lehren, aber nicht in Gridania, sondern hier. Im Gegensatz zu anderen Pajal ist sie bei ihrer Mutter aufgewachsen und braucht ihre Fürsorge. Du darfst sie jetzt nicht einfach trennen. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich habe es selbst erlebt. Als ich meine Mutter verlor, bin ich vor lauter Traurigkeit in ein tiefes Loch gefallen. Theo, was meinst du? Sollte man die beiden auseinanderreißen, nur weil es das Gesetz so will? In diesem Fall ist es besser, wenn sie zusammenbleiben, oder diese Entscheidung liegt allein bei Esumiyan. Ich denke mal, die sollten jetzt nicht getrennt werden.
Theo, du bist also der gleichen Ansicht wie Sylvie. Nun, ich muss dem zustimmen. Wie Gatti erzogen wurde, das ist wirklich ein Ausnahmefall unter allen Pajalen. In diesem Fall mag es tatsächlich das Beste für alle sein, dass Gatti hier bei ihrer Mutter bleibt. Dann heißt das, ich kann... Moment, ich bin noch nicht fertig. Gattis derzeitiger Zustand ist gefährlich und ich muss darauf bestehen, dass Gatti trainiert, ihren Äther zu beherrschen, und zwar unter Aufsicht der Gilde der Druiden. Sylvie, ich übertrage dir hiermit offiziell die Aufsicht über das Training dieses Pajal-Mädchens. Du bist ein Mitglied der Gilde der Druiden und somit ist unseren Geboten Genüge getan. Du solltest dich auch bei Theru für deine Unterstützung bedanken. Einen solchen Traditionsbruch hätte ich sicherlich nicht gestattet, wenn du nicht einen so angesehenen Fürsprecher gehabt hättest. Ich werde dich nicht enttäuschen. Eines noch, ich werde eine Frist festlegen und falls Gattis Training bis dahin keine Fortschritte gemacht hat, wird sie in die Grotte der versunkenen Gedanken kommen müssen. Danke, Izumian. Das bedeutet uns sehr viel. Deine Mutter bedeutet dir mehr als alles andere in der Welt, hm? So eine Tochter kann sich jede Mutter nur wünschen. Doch du darfst dich selbst nicht vergessen. Glaube an dich selbst, kontrolliere die Kräfte, die dir schlummern. Zeig deiner Mutter, dass du kein Kleinkind mehr bist und auf eigenen Füßen stehen kannst. So machst du ihr die größte Freude. Ich schaffe auch das schwierigste Training. Ich will, dass Mama stolz auf mich ist. Also gut, ich werde nach Gridania zurückeilen und alles Notwendige in die Wege leiten. Theo, ich werde Izumian verabschieden. Ich warte dann draußen auf dich. Das ist jedoch besser gelaufen als gedacht. Ich bin so glücklich, dass die beiden weiter zusammenleben können. Und das haben sie nicht zuletzt dir zu verdanken. Danke, Theo. Jetzt muss ich zusehen, dass ich es innerhalb der Frist schaffe, Gatti all mein Wissen zu vermitteln. Wir beide müssen Gatti als Vorbilder dienen. Lasst uns auch weiterhin an unseren Fähigkeiten arbeiten. So, das wären wir. So, ihr letzter Wunsch. Theo, du kommst genau zur rechten Zeit. Bist du hier, um zu sehen, ob wir Izumians Zeitplan einhalten? Gatti macht gute Fortschritte, doch ihre Mutter geht es immer schlechter. Das muss unter uns bleiben, aber die nächsten Tage werden kritisch. Ich habe das Training erstmal unterbrochen, damit Gatti bei ihrer Mutter sein kann. Ich konzentriere mich derweil auf die Behandlung ihrer Krankheit. Die Medizin, die ich bestellt habe, sollte inzwischen in Custom Oriens eingetroffen sein. Könntest du sie bitte für mich beim Market-Sender abholen? Ich will klares Quellwasser schöpfen gehen, denn Sanchi muss viel trinken. Gut, dann auf nach Custom Oriens. So, wo genau ist der? Ah ja. Sylvie schickt dich, sagst du? Die Medizin, die sie bestellt hat, habe ich hier. Das ist eine sehr starke Medizin, zu der man nur greift, wenn sonst nichts mehr hilft. Ich kenne den Patienten zwar nicht, doch ich werde für seine oder ihre Gesundheit zu Nofikas beten. Ja, dankeschön. Und wir müssen jetzt wieder zur Hütte. Gut, dass die fast um die Ecke wohnt. Was haben wir denn da? Hallo? Das nehmen wir doch mal mit. Oh, sag ich hier. Gatti, hört auf mit dem Versteckspiel und zeigt euch. Sylvie ist ganz außer sich. Du musst sie erst einmal beruhigen. Okay, beruhig dich. Sie sind bestimmt schon spazieren gegangen.
Cleo, entschuldige, ich bin in Panik geraten. Dabei ist es genau jetzt wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Als sie vom Wasserholen zurückkam, waren die beiden verschwunden. Dabei ist Samchi so schwach, dass sie sich kaum bewegen kann. Wo könnte sie bloß stecken? Sie sind sicherlich wieder weggerannt oder keine Ahnung, einen Grund zum Weglaufen haben sie nicht. Stimmt eigentlich. Ganz genau. Gadis Training verläuft nach Plan. Angegriffen wurden sie hier auch nicht mehr. Moment, mir fällt da etwas ein, das Sanchi zu Gadi gesagt hat, als es ihr richtig schlecht ging. Bevor ich sterbe, möchte ich einmal den wunderschönen Schweif des Kometen sehen. Ich habe dann versucht, sie aufzuhalten und ihr gesagt, dass sie die Grotte sehen kann, sobald es ihr besser geht. Aber Gadi hat sie vielleicht zum Schweif des Kometen mitgenommen, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Ich hole sofort Izumian, alle zu dem Schweif des Kometen und suche die beiden. Wenn du sie gefunden hast, musst du Sanchi die Medizin verabreichen. Okay, Schweif des Kometen ist... Ach, die Höhle da hinten. Okay. Sie möchte den einmal sehen. Wie lange wohnen die hier schon? Ja, und da sind sie. Ausgehungert ist hier ein Schinder. Hinfort. Da ist die Medizin. Schnell, nimm sie. Und ein Kampf beginnt. Mama, lass mich nicht alleine. Warum wirkt die Medizin nicht? Mama, Mama, öffne deine Augen. Ich darf die Kontrolle nicht verlieren. Ich muss an mein Training erinnern. Die Natur spüren, die mich umgibt. Wind, Erde, Wasser. Sehr gut, Gatti. Du beherrschst deine Kräfte. Theo, Silfe, ihr habt gute Arbeit geleistet. Keine Sorge, wir kümmern uns um deine Mutter. Die Höhle ist so wunderschön. Danke, dass du mich hergebracht hast. Ein letztes Mal. Sag doch nicht so etwas. Ich lerne die Heilzauber der Druiden und mache dich wieder gesund. Dann können wir immer wieder gemeinsam hierher. Mama. Du und Sylph, ihr habt alles für diesen letzten Moment gegeben. Doch die Zeit, die wir auf dieser Welt verweilen dürfen, ist vorbestimmt. Selbst die Magie der Druiden kann Sanchis Schicksal nicht ändern. Doch Sanchis Worte vermögen vielleicht Gattis Schicksal in den richtigen Bahnen zu lenken. Gatti, du bist mein größtes Glück. Es tut mir so leid, dass ich dir das antue. Mama! Du musst anderen helfen und dein eigenes Glück finden. Danke euch allen. Kümmert euch um meine Tochter. Nein, nein, nein! Nein, wir wollen doch zusammenbleiben.
Worte zum Nichts. Ich liebe diesen Duft der Sünde, besonders wenn ihn ein Kind verströmt, das eine kranke Mutter auf dem Gewissen hat. Irgendetwas ergreift Besitz von Kathis Mutter. Deine eigene Sanation gebraucht und du hast sie ja verschleppt. Du wirst mit dem Tod für diese Tat sühnen. Dafür werde ich sorgen. Ich habe sie auf dem Gewissen? Kathi, hör nicht auf seine Lügen. Mama ist tot wegen mir. Ja. Dein jetzt Gesandter hat sie verzaubert. Theo, Sylvie, wir müssen ihn ausschalten, bevor er Kathi ihre gesamte Lebensenergie entziehen kann. So, dann besiegen wir mal diesen Nichtsgesandten. Kammer Zutz. So, du kommst mal hierher. Ah, super. Sylvie ist zu Boden gegangen. Au. Der Riss ist weg. So, komm schon. Oha. Ausgehungerter Erzdämon. Ah, Paralyse. Ich hasse Paralyse. So, Kathi, erinnere dich an ihre letzten Worte. So, das ist der Regener. Und noch ein Schild. Sagte sie, ich soll mein eigenes Glück finden. Theo, du hast gut gekämpft. Hilf mir, Sylvies Verletzungen zu heilen. Ja. Heilung. Gut, Sylvie ist wieder da. So. Wieder alle fit. Wir lassen dich nicht gehen, Kathi. Unsere Stärke wird zu deiner Stärke. Erinnere dich an die Liebe deiner Mutter. Mir geht es wieder gut, danke.
Full Service. So. Stirb. Erledigt. Wie schnell es wieder ruhig ist. Mamas Tod hat mich so traurig und wütend gemacht. Alles um mich herum wurde schwarz. Doch dann hörte ich eure Stimmen. Ihr habt mich zurückgeholt. Ich habe auch Mamas Stimme gehört. Da wurde mir klar, dass Mama immer bei mir sein wird. Darum werde ich nicht mehr traurig sein. Ich werde sie stolz machen. Du hast diese schmerzliche Erfahrung gut überstanden und dabei sogar gelernt, deine Kräfte zu beherrschen. Du brauchst nicht in die Grotte der versunkenen Gedanken zu leben, wenn du nicht möchtest. Dir stehen alle Wege offen. Deine Mutter hielt das abgeschiedene Leben tief im Wald für das Beste. Doch nun kannst du selbst entscheiden, was das Beste für dich ist. Mama wollte mit mir zusammen sein und ich auch mit ihr. Aber ich wollte auch die Welt kennenlernen und Freunde haben. Mamas letzten Wunsch war, dass ich mein eigenes Glück finde. Das werde ich. Ich werde alles machen, worauf ich bis jetzt verzichten musste. Ich werde mit euch nach Gridania kommen. Von dir, Izumian, will ich die Heilmagie lernen, bis ich einmal so gut darin bin wie Theo. Ich werde deine fleißigste Schülerin sein, zusammen mit meiner Freundin Sylvie. Ha, darauf freue ich mich schon. Bis du so gut wirst wie Theo, ist es aber noch ein langer Weg. Da musst du erst einmal mich übertreffen. Solche Worte aus dem Munde der undiszipliniertesten Sylphie zu hören, das steht uns wohl eine turbulente Zeit bevor. Also dann, lasst uns alle gemeinsam in unsere Gilde der Druiden zurückkehren. Wir werden um Sanche trauen und dann schauen, dass du dich schnell in der Grotte der versunkenen Gedanken einlebst. So, zum Abschluss bekommen wir das Ausrüstungsset des siebten Himmels und den vollkommenen Ablass. Mit dem Bajar-Mädchen bei... Ja, wir haben neue Kräfte gelernt. So, damit haben wir die Quest erstmal erfüllt. Heile Welt 3. So, dann gehen wir am besten zu unserem üblichen Ort, zu den Sommerfruchthöfen. So, als erstes gucken wir uns da mal das Ausrüstungsset an, das wir jetzt bekommen haben. Das wird zwar... Ja, 290, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Ich werde das mal hier speichern. So, das sieht ähnlich aus wie das Set von vorhin. Ja, allerdings finde ich die Waffe recht hübsch, weil da so komische Schmetterlinge rumwuseln. Und ja... Die nur da sind, wenn wir die Waffe gezogen haben. Ja, das ist dann die Level 290er Ausrüstung, die wir leider nicht gebrauchen können. Aber ich werde jetzt einfach mal kurz hier diesen antiquierten Eimur darauf machen. Ja, der ist hübsch. So. Dann mal kurz zu der neuen Fähigkeit, den vollkommenen Ablass. Du gewährst dir und den umstehenden Gruppenmitgliedern vollkommener Ablass für 10 Sekunden und während der Wirkungsdauer ausgeführtes Reseda, Vitaga, Residra oder Aflatus Laetitei, ja, gewähren dem Ziel einen zusätzlichen Heileffekt. Ja, im Prinzip alle AE-Heilungen geben
diesen zusätzlichen Effekt. Das zeige ich mal. Also, ist erstmal das normale Residra. Na gut, es wäre ein bisschen doof. Das gibt ja einen Hot-Effekt darauf. Machen wir mal eben weg. So, Residra. Das heilt uns für 8660. Und bei vollkommener Ablass heilt das nochmal 6300 zusätzlich. Ist also recht praktisch bei Inhalten, wo gerade sehr viele Lebenspunkte benötigt werden. Dann zieht man am besten diesen Ablass und ja, dann passt das. Dann geht das ein bisschen besser. Dann jetzt noch eine Kleinigkeit, denn es gibt ja noch diese Lilien. Und ich weiß nicht, als wir das letzte Mal diese Jobquest gemacht haben auf Level 60 hoch, war glaube ich noch in Stormblood. Da hat sich ja ein bisschen was verändert. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob ich das erklärt habe. Jedenfalls können wir hier drei Lilien aufbauen. Hier in diesen Dingen sieht man das ja recht schön. Allerdings muss da erst diese blaue Balken hier vollgeladen sein. So, und da haben wir schon eine. Und das Ding lädt sich währenddessen wieder auf, bis wir eben drei Stück haben. Mit einer Lilie können wir dieses Aflatus Solati ausführen. Und das ist hat ein Halbpotenzial wie Vitra. Hier hat es 700 und Vitra hat auch 700. Der Vorteil bei diesem Skill ist allerdings, dass der instant ohne Castzeit rausgeht. Also, pling, 20.000 und wie man sehen kann, Vitra, ja, hat fast den gleichen Effekt. Gut. Der vollkommene Ablass beschreibt auch noch das Aflatus Laetitiae, oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Das bekommen wir allerdings erst mit Level 76 und das ist im Prinzip wie das Aflatus Solati, nur eben in AE-Form. Hat das Heilpotenzial von 300 und das dürfte wahrscheinlich auch das Residra sein. Ja, das ist dann im Prinzip das Residra in Instant ohne Castzeit. Ja. Aber wie gesagt, das bekommen wir erst später. Hui. So. Gut. Dann war's das mit dem Weißmagier jetzt erstmal soweit. Das heißt, ich kann dann die wilden Stämme weitermachen, ohne dass sich die Erfahrungspunkte verloren gehen. Und ja. So, das war das Aufwärmen und hier der Triumph. So, das Übliche. Gut, ja, dann war's das eigentlich erstmal mit dem Weißmagier. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann irgendwo in Eosea weiter. Oder woanders. Mal gucken. Gut, ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und dann, ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Viele Jahre habe ich gewartet. Auf den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich.